Hallo ihr lustigen Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Field of Glory 2. Wir haben das letzte Mal ja noch den Kessel von Kanae gespielt und ja, ich würde auch mal sagen, damit ist es auch erstmal gut mit den entsprechenden historischen Schlachten. Wir können uns auch mal was anderes anschauen. Und aus eurer Sicht dürfte inzwischen das Spiel auch nicht mehr in der Beta sein, sondern es müsste eigentlich gestern released worden sein, weil aus eurer Sicht dürfte heute der 13. sein. Bei mir noch nicht. Ich nehme ja auf, ne? Also ist alles ein bisschen vorher passiert. Ist ja nicht live. So, bei mir ist nämlich gerade eben der 9. noch. So, ich würde einfach mal sagen, wir können uns eigentlich mal entweder nochmal eine... Wir können uns mal eine Random-Schlacht anschauen. Die Kampagne würde momentan so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich werde auch noch ein bisschen warten. Gebe ich einfach zu, wie sich sozusagen... Also wie viele Gefechte ich mache, weil es da schon die Anfrage gegeben hat. Ob ich die Kampagne tatsächlich anfange, hängt von eurem Interesse an diesem Spiel ab. Also hängt einfach davon ab, wie viele Leute hier gucken. Wenn es halt nur 50 Leute sind, dann wird das auch bald hier natürlich mit der Vorstellung irgendwann mal ein Ende haben. Ich hoffe, ihr versteht. Es gibt dann auch noch andere Spiele, die so kommen und die natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit haben wollen. So, nichtsdestotrotz gucken wir uns jetzt hier nochmal eine... wir können uns eine schnelle Schlacht nochmal gönnen, würde ich mal sagen. Warum nicht? So, da haben wir jetzt hier wieder quasi das, was wir am Anfang schon mal hatten. Verschiedene Fraktionen gegeneinander jetzt hier zur Auswahl. Also die Armenier haben entweder gegen die Parther oder gegen die Römer gekämpft. Ich hätte jetzt ganz, ganz gerne mal... Was haben wir denn da? Gallier? Ich guck mal durch, was es hier so für Optionen gibt. Die Gallier haben gegen Karthago oder gegen Rom gekämpft. Karthager natürlich gegen diese hier. Ist da keine einzige gegen Germanen drin? Das würde mir nämlich ein bisschen fehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Römer haben... Nee, die haben wirklich nur gegen die Gallier gekämpft. Das ist echt schade. Also, was ich ein bisschen schade... Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass wir nicht hier erleben können, wie zum Beispiel so wie der Alemannensturm oder sowas stattgefunden hat. Wobei darüber gibt es wahrscheinlich sehr, sehr wenig geschichtliche Aufzeichnungen. Das könnte der Grund sein. Ja, egal. Wir könnten jetzt hier tatsächlich als Gallier gegen Karthager oder gegen Römer kämpfen. Und ich würde schon gern mal als Gallier kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder wir kämpfen als Syrakuser. Das sind natürlich auch so griechische Einheiten gegen Karthago. Der pyrrhische Krieg Sizilien auf Sizilien. Nee, wir machen tatsächlich jetzt mal eine Runde. Oder Briten? Ja, Briten geht auch nur gegen Römer. Ja, wir machen jetzt mal Gallier gegen Karthago. Was haltet ihr davon? Das ist so, zweiter punischer Krieg, Südgallien. Es gab diese eine große Schlacht, wo, wenn ich mich recht erinnere, bei der Hannibals Truppen beim Durchzug Richtung Rom von gallischen Kriegern angegriffen worden sind. Weil die sich gesagt haben, hey, verpiss dich von meinem Rasen. Im Grunde eigentlich so. Und erst danach haben sich eigentlich, glaube ich, sehr, sehr viele Gallier dann gegen, also an Hannibal angeschlossen, nachdem die erstmal gerafft haben, was da eigentlich los ist. Die Gallier haben, glaube ich, wirklich geglaubt, dass die Karthager mit einer Eroberungsarmee in ihr Land einmarschieren. Und das war ja nicht so, ne? Der Hannibal wollte ja nach Rom. Und die Gallier haben erstmal draufgehauen. Also erstmal gar nicht großartig nachgefragt. Oder wenn sie nachgefragt haben, haben sie schlicht und ergreifend nicht geglaubt. Was man ja auch nachvollziehen kann, ne? Also wenn jemand mit kriegerischer Absicht zu euch kommt, wird der in der Regel nicht immer die Wahrheit sagen. Deswegen kann ich das Verhalten der Gallier durchaus nachvollziehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir erstellen. Und... Und befinden uns nun hier in Gallien. 300 bis 101 vor Christus. Hat auch über 201 Jahre lang gehalten. Die Bundesrepublik existiert noch lange nicht so lange. Gegen Karthager, Hannibal in Italien. Genau, wie ich es gerade eben gesagt habe. Siegbedingungen. Schlagen Sie die feindliche Armee in die Flucht, indem Sie dafür sorgen, dass mindestens bla bla bla, kennen wir alles schon. Es geht maximal 24 Runden. Und der Feind fordert uns zu einer offenen Feldschlacht heraus. Gibt gar nicht so viele Infos. So, ich befinde mich jetzt hier immer noch in der Aufstellungszone. Was ist denn das hier? Keltische Streitwagen. Ich war mir nicht bewusst, dass die Gallier sowas besessen haben. Oh Gott.
Das ist ja eine Mini-Mini-Armee. Schlecht bewaffnetes Fußvolk. Qualität ungeübt. Oh, fuck. Keine Fähigkeiten. Ich habe einen Palmwedel und werde damit auf dich einschlagen. Ungefähr so auf dem Niveau. Und der Gegner ist very unbekannt. Okay, was haben wir ansonsten? Leichte Barbaren, Wurfspießeinheiten, Barbaren, Schleuderschützen, adelige Kavallerie. Adelige Kavallerie. Jede Menge Kavallerie, ja, warum nicht? Ne? Dann haben wir überlegener Heerhaufen. Oh, überlegener Heerhaufen. Oh, da ist auch eine ein Chefo drin, ne? Also der Ateboduos, Sohn von Vindomorokios. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass es schon leicht griechische Einflüsse hatte, die Namensgebung, oder? Aber egal. Kann ja durchaus sein. Also, Heerhaufen, enge Formation, das ist jetzt kein Überlegener, sondern ein ganz normaler, wie wir hier sehen. Dann haben wir nochmal jede Menge Heerhaufen, beziehungsweise hier ändert sich es. Heerhaufen, enge Formation, weite Formation. Das mit der engen und weiten Formation, das hat sicherlich auch noch einige Wichtigkeiten. Das Problem ist bloß, das Spiel versteckt diese Information sehr, sehr gut. Wahrscheinlich kann man sie schon rauslesen, aber ich war noch nicht dazu in der Lage, das alles herauszufinden. So. Auch die Streitwägen sind überlegen. Dann bin ich mal der Meinung, dass wir die Streitwägen auf jeden Fall auch hier jetzt auf die Flanke packen. Weil warum sollte ich die da hinten lassen? Und hier haben wir dieses Trottelfischvieh. Truppengedöns. Auf die werde ich jetzt nicht so viel vertrauen, sage ich jetzt mal direkt vorneweg. Weil, ja, lassen wir das Thema, ne? Wir bestätigen und legen los. Die kann man zum Flankieren einsetzen. Ich wette, selbst da verkacken sie. Okay. Auch hier ist die Anzahl der Truppen überschaubar, aber die numidischen Reiter werden uns den Arsch aufreißen. So wie ich, so sehe ich das zumindest. Das hier, was sind leichte Barbaren? Wurfspießeinheiten. Was sind das hier? Auch Wurfspießeinheiten. Ich gehe mal wirklich nur eins, zwei, drei. Ja genau, das ist mir sehr wichtig, dass das so nicht läuft. Oh! Die sind tatsächlich eine Schwadron. Ja, dann schwadronieren wir doch mal dahin. Und schwadronieren dann. Warum eigentlich nicht noch weiter so? Und drehen ein. Der hier ist tatsächlich. Oh. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier ein bisschen anders kämpfen sollten. Das hier ist auf jeden Fall eine unserer wichtigeren Einheiten. Ich mache das jetzt mal so. Was? Der konnte sich nur eindrehen. Ist ja geil. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall hier denen hier so ein bisschen entgegenstellen. Was? Achso, die haben sich bewegt. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum kann ich die denn nicht drehen? Ja gut, wenn sie sich bewegt haben, macht das auf jeden Fall erschreckend Sinn. Nochmal, wenn ich hier eins, zwei. Entschuldigung, eins. Eins, zwei, drei. Also selbst im besten Fall kommt der da nicht hin. So, und jetzt gucken wir mal. Ich muss die ja jetzt irgendwie schon so ein bisschen in die Falle locken, ne? Wenn ich eine Chance haben will. Historisch hat auf jeden Fall Hannibal gewonnen, so viel weiß ich. Sonst wäre nämlich nicht angekommen. Da kommen jetzt die ganzen Numidier. Tröt. Oh, verdammt. Barbarische Bogenschützen. Ich kann jetzt schon mal schießen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich glaube, dass ich tatsächlich. Ja, mich erstmal auf die. Die sind das größte Problem. Wow. Barbarische Bogenschützen sind der Shit. Aber in dem Fall nicht der positive. So, wir machen das jetzt hier mal so. Und richten uns hier auf das hier auf. Unebenes Gelände ist wahrscheinlich für deren Formation richtig, richtig kacke. Weite Formation ist gut. Enge Formation. Offenes Gelände, da können wir auf jeden Fall dahin gehen.
Ich glaube, ich versuche mich sogar eher hier nochmal ein bisschen aufzufächern. Keine Ahnung, warum ich die so eingedreht hatte. Diese ungeübten Heerhaufen, die lassen wir mal auch eher so mal so ein bisschen in Ruhe. Und jetzt können wir hier nochmal werfen. Ja, also mal 12 Schaden gemacht. Das sind halt auch jetzt ganz andere Zahlen, ne? Das sind jetzt nicht mehr diese Mega-Zahlen, die wir bei dem anderen Schlachtgetümmel erlebt haben. In Kanae. Ach Gott, das sind ja Schleuderschützen. Ich hätte es mir mal angucken sollen. Aber egal, wir stehen in ihrer Flanke. Und jetzt sind sie schon mal geschwächt. Das ist doch eigentlich auch schon mal ganz gut. Ich will auf jeden Fall da lang. Und sie weitgehend umreiten. Die können jetzt wahrscheinlich schon nicht mehr angreifen. Ich möchte verhindern, dass die überlegene Kavallerie der Karthager mir da in die Flanke fallen kann. So, deswegen machen wir das nämlich so. Die Streitwägen packe ich so hin. Die brauchen nämlich ihre ganz, ganz eigene Art, wie sie mit der Situation umgehen. Die müssen halt aber auch wirklich über das offene Gelände fahren können, die Streitwägen, ne? Sonst ist Kacke. Okay. Das hier wird auf jeden Fall der Affentanz. Heerhaufen. Das sind auch schon Gallier, die sich denen angeschlossen haben. Wie wir sehen, waren die Gallier kein homogenes Volk. Aber kein Wunder. Ein Land, das so groß war, damals wie Frankreich, war natürlich gefühlt noch sehr viel größer, ne? Gab ja keine Möglichkeiten, schnelle Kommunikation zu betreiben und so weiter und so fort. Das machte das Leben nicht unbedingt leichter. Für die dortigen Herrscher. Jetzt geht's hier los. Harter Angriff über unsere Flanke. Der Heerhaufen hat sich hier entsprechend ausgerichtet. Ich bin dafür, dass wir jetzt hier nochmal... Wir könnten sie tatsächlich in die Flucht schlagen. Komm, wir versuchen es. Ja, jetzt sind sie leider hier so ein bisschen beschäftigt. Jetzt ziehen wir uns zurück. Und zwar ordentlich zurück, weil das hat ja gerade super funktioniert. Mit dem Angriff. So, das ist der ungeübte Heerhaufen. Und... Da warte ich auch noch mal ganz, ganz kurz. Ich bin mir momentan ja noch ein bisschen unsicher, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ich drehe mich vorsichtshalber schon mal hier ein. Mit dem Trupp hier möchte ich komplett außenrum gehen. Hier kann ich noch nicht angreifen, aber... Das kann ich ja für die nächste Runde im Grunde schon mal vorbereiten. Ich hab da mal was vorbereitet, ne? Hier kann ich auch noch nicht angreifen. Und eingedreht. Zack! Die dürften es nicht schaffen, jetzt hier anzugreifen. Kommen, glaube ich, maximal 2 Felder weit. Hier könnte ich angreifen. Kontakt. Eher unwahrscheinlich, dass ich das gewinne. Finde ich überraschend, ehrlich gesagt. Aber okay. Das Spiel das so sieht. Hier kann ich nicht angreifen. Hier könnte ich nur angreifen. Wir versuchen mal das hier. Ja, die lassen sich zurückfallen. War ein bisschen zu erwarten. Hier habe ich eine 41%ige Chance, beim Kontakt zu gewinnen. Komm, durch. Weicht aus. Bin jetzt auf jeden Fall hinter dem Gegner. Die sind halt einfach zu schnell. Das ist das Problem. Und hier haben wir 5% Chance, das zu gewinnen. Und im Nachfolgenden... Ja gut, ist aber auch die elitäre Truppe von dem. Das macht es natürlich jetzt auch nicht unbedingt leichter. Ich rücke es hier mal vor, um hier so ein bisschen nochmal abzusichern. Weiter komme ich nicht. Beziehungsweise will ich nicht. Das sind spanische Scutari, das sind afrikanische Speerträger. Dürfen ihre Speere auch gerne weitertragen. Und ich halte jetzt mal hier die Stellung. Ich will gar nicht so sehr jetzt hier angreifen. Mit dem hier will ich nochmal schießen.
Der hat sich jetzt hier zurückgezogen. Der hat, glaube ich, schon mal Schaden genommen. Genau. Vielleicht kann ich hier nochmal ein bisschen Aua machen. Ja, immerhin 14. Sehr gut. Die stehen bloß ein bisschen blöd an der Stelle, aber irgendwas ist ja immer, ne? 1, 2. Also ein Feld können wir noch vorgehen. Das wäre auf jeden Fall vernünftig. So, und ansonsten, ja, habe ich nur noch die jetzt hier am Start. Ich drehe mich hier schon mal vorsichtshalber mal so hin. Ich habe halt sehr wenig Kämpfer, ne? Soll ich das wagen? Kann halt voll nach hinten losgehen. Die Wahrscheinlichkeit, das zu gewinnen, ist einfach zu gering. Auf der anderen Seite, bevor wir sie angreifen lassen. Okay, wir haben sie jetzt gebunden, immerhin. Ne? Also wie gesagt, das Problem ist halt, wenn die angreifen, haben die, glaube ich, auch noch einen bösen Bonus. Und diesen bösen Bonus muss man ihnen nicht schenken. Ne? Muss ja echt nicht sein. So, Gegner ist dran. Shit, die sammeln sich. Und damit gehen meine ganzen Hoffnungen baden. Einen schnellen Sieg über diese Wurfspeer-Heinis zu erringen. Wir haben auch sehr wenig Fernkämpfer. Das ist nicht so wie in den anderen Schlachten, das Gefühl, dass man die erste halbe Stunde nur durch Werfen mehr oder weniger entschieden wird. Ja, jetzt bekommen wir so richtig eine drauf. Ich hoffe, wir verlieren den Nahkampf nicht. Ja, wir haben ihn zumindest nicht verloren. Ah, und da verlieren wir jetzt hier natürlich. Scheiße. Hui, so. Einheit bewegt sich. Ich kann mich durch diesen Nahkampf hindurch bewegen. Ich kann mich aber auch hier hin bewegen, stelle ich gerade fest. Da ist niemand, der mir irgendwie was kann. Was ich persönlich ganz cool finde. Komm, Kavallerie ist ein Problem. 17 Mann rausgekloppt. Wir können jetzt hier unterstützend eingreifen oder wir greifen hier in die Flanke an. Das müsste eigentlich auch wirklich ein Flankenangriff sein. Wow, wir haben sogar hier wirklich erstmal hier ordentlich zugelangt. Sehr, sehr gut. Jetzt rücke ich hier noch hin. Das schränkt deren Bewegungsfähigkeit deutlich ein. Und hier greife ich auch an. Na toll. Sind wir in einem dauerhaften Nahkampf gefangen. Nicht das, was ich mir gewünscht habe. 14%, 12%. Ich lasse die jetzt erstmal hier noch so, wie sie sind. Hier kann ich angreifen. Möchte ich auch. Und jetzt bin ich in denen hier drin. Okay. Der Nahkampf läuft. Das hier ist ausgeglichen. Bleibt auch ausgeglichen. Dann rücke ich jetzt hier hin. Moment. Mit denen hier kann ich... Ah, ich kann höchstens hier angreifen. Die Frage ist, ob ich das will. Ich kann halt hier noch hin, ne? So, Moment schon mal. Ich muss jetzt erstmal hier Kontakt herstellen. Weil jetzt, das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Multiple Angriffe. Im Streitwagen hier. Muss man eigentlich in die Seite kommen oder in den Rücken? Ich hätte gerne angegriffen, aber so nicht. LOL, ist klar! Wir kacken den Ansturm! Ist das der Hammer? Das ist. Dafür habe ich wenig Verständnis. Das muss ich an der Stelle schon mal so betonen, ne? Da habe ich relativ wenig Verständnis für. Gut, wir versuchen jetzt hier in der nächsten Runde nochmal unterstützend tätig zu werden, aber das war jetzt schon eine Nummer für sich. So, wir unterstützen jetzt hier dann nochmal die Flanke. Ja, deren Position ist halt auch ein bisschen anstrengend, ne? 14, 15% kann ich nicht angreifen.
Den könnte ich angreifen mit 13, 12%, aber dann würde ich mir meine Flanke offenbaren. Nee, ich bleibe hier einfach stehen. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Ich hoffe, dass unsere Einheiten mal eine Zeit lang aushalten.